Was macht ihr hier? Wir sind hier mit unserem Tierschutzparteistand. Hm? Und mit dem Ariba-Parteistand. Tierschutzpartei. Genau. Was ist das genau? Wir setzen uns für Mensch, Umwelt und Tierrechte ein, als einzige Gruppe in Deutschland. Das ist eine Partei, richtig. Kann man wählen, oder? Ja, natürlich. Okay. Super. Das andere, was ist das hier? Das ist Ariba, Animal Rights Watches. Es geht um Tierrechte, oder? Ja, genau. Also das ist nur für Tierrechte setzen die sich ein. Das ist auch ein Zusammenschluss. Die sind auch deutschlandweit tätig, deutschlandweit unterwegs. Haben auch ein Mobil, wo über die vegane Lebensweise informiert wird. Und die kommt auch demnächst nach Memmingen. Ihr macht das in mehreren Orten, an mehreren Orten, oder was ist der Plan? Also jetzt hier nur in Memmingen, sonst ist er hauptsächlich in Karlsruhe und Stuttgart unterwegs, in Berlin, in München, auf der Vegan Mania in Rosenheim. Also wir sind auch demnächst in Vegan Mania Rosenheim. Okay. Und es geht hauptsächlich jetzt bei dieser Partei, geht es jetzt auch um Tierrechte oder worum? Also hauptsächlich, wir sind jetzt heute eben für die Tierrechte da. Deswegen Artgerecht ist nur die Freiheit. Weil wir sind ja heute Mahnwache für Tiere, weil wir sind für etwas, nicht gegen. Und deswegen haben wir heute eben Tierrechte. Wir setzen uns natürlich auch für die Umwelt ein. Und für, es geht auch ein bisschen um Veganismus, oder ja, genau. Gekriegt, ne? Ihr verkauft die Kuchen oder was? Genau, also wir sammeln Spenden für eine Kuh, die gerettet werden soll von Rüsselheim e.V. Die Flyer sind noch nicht alle weg. Darf Rüsselheim e.V. Flyer zeigen? Okay. Es sind auch Tiere drin, die gerettet werden von der Doris Rau. Kennst du Rüsselheim vielleicht auch? Also das ist auch eine sehr schöne Vereinigung. Und dafür sammeln wir heute Spenden. Da haben die Damen Kuchen gebacken, vegane Schnitzel, die man ausprobieren kann, damit die Leute auch an der veganen Lebensweise rangeführt werden. Weil Veganismus rettet nicht nur die Tiere, sondern auch die Umwelt und die Menschen. Der Regenwald, wenn der abgeholzt wird für Palmöl zum Beispiel, dafür setzen wir uns auch ein. Okay, das war es im Großen und Ganzen alles. Danke. Den Namen wollte ich noch wissen. Welchen Namen? Von dir? Mein Melanie. Melanie. btw.de so, yeah. Das ist in Deutsch. Ja. Dieses ist die beste Restaurant in der ganzen Welt. Where you from? Frankreich. Weißt du? Ich heiße Alizel.